So Leute, ich bin's, MC Arschel. Und heute geht's darum, dass wir hier in Take on Mars wieder weiterspielen. Und ich bin mit dem gerade auf dem Weg dahin. Ich hatte noch nicht so viel Zeit, das weiterzuführen, deswegen bin ich da noch nicht viel weiter ran. Da muss ich dann auch wieder zurückfahren. Wie healen am Drum? Habe ich da gar nicht. Naja, auf jeden Fall, die Mission habe ich jetzt zugewiesen. Das geht ja ganz einfach. Ihr klickt irgendwo ruf. Was ist denn das für ein Rover? Ach so, weil der schon eine Mission hat. Okay, dann kann ich euch das jetzt an der Mission nicht zeigen. Auf jeden Fall, ansonsten könntet ihr hier was auswählen und dann assignen wir hier. Dann kriegt dieses Fahrzeug eine Mission zugesetzt. Müsst ihr natürlich auch bestätigen. Aber wir werden uns in dem Part damit beschäftigen, nicht Satelliten, sondern Länder runterzuschicken und halt noch ein bisschen zu erkunden, dass wir irgendwann in der Tech-Stufe auch ein Stück höher kommen. Also wir machen jetzt einen Krater sozusagen fertig und dann... Aber das Blöde war, in der Mission, die da rechts war, da lohnt sich nicht mal ein Fahrzeug hinzuschicken. Denn da ist folgendes Problem: dem Geld, was wir rauskriegen, können wir unser Fahrzeug nicht bezahlen. Es könnte sein, dass... Nee, das ist ein Stein. Wollte gerade sagen, das könnte sein, dass das unser Fahrzeug ist, aber nee. Dann müsste ja das hier auch eins sein. Aber ich denke mal nicht, dass das Fahrzeuge sind. Da drin sehen wir nämlich auch Kids. Falls ich mich ein bisschen anders anhöre. Ich bekomme jetzt langsam Schnupfen. Aber ich nehme dagegen schon Medikamente. Also sollte eigentlich nicht so ausgeprägt werden. Aber das liegt nun mal daran, an der Wettersituation. Das passt mir gar nicht. Regnet zwar jetzt nicht direkt, aber immer diese Wetterwechsel, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt. Du stehst draußen in der Sonne. Bin jetzt von Arbeit aus draußen. Und dann ist das so bekloppt. Du stehst draußen. Sonne da. Boah, ist das warm. Kurze Zeit später, Wolke davor. Boah, ist das kalt. Und so jetzt immer hin und her. Und dann kriegst du Kopfschmerzen. Richtige Kopfschmerzen kriegst du, da helfen dir nicht mal Tabletten. Ja, und dann habe ich mich da irgendwie erkältet. Obwohl ich schon gut eingezogen war, das war ja das Höchste. Hier rausgekommen, boah, ist das kalt, Pullover mitgenommen. Pullover angezogen, wo ich denn da war. Denn, boah, jetzt kommt die Sonne raus. Pullover ausziehen, kaum hatte ich ihn ausgezogen, boah, Sonne wieder weg, kalt. Und so ging es immer hin und her. Boah, das war... schrecklich. Ich meine, wenn die Sonne für eine gewisse Zeit da ist und sie da auch war, einwandfrei, schön warm. An einigen Stellen war es auch zu warm, wie ich gerade beschrieben habe. Aber wenn du so Bäume davor hast, die dir so ein bisschen den bisschen Schatten spenden, optimal war es da. Das war schön. Aber ja, man kann ja auf der Arbeit nicht einfach Pause machen und sagen, ich mache jetzt eine Pause, Wetter ist gut. Muss ich Pause machen, also das geht natürlich nicht. Da muss man dann noch arbeiten und naja. Ja, wie gesagt, in diesem Part probieren wir hier jetzt nur Länder runterzukriegen, Missionen zu erfüllen, damit wir dann irgendwann auch die höheren Tech-Stufen freischalten. Oder zum Beispiel einen höheren Rover. Ich glaube, wir haben diesen Rover noch nicht. Den nächst höheren Rover. Deck 5. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. So, denkt dran. Ich rede jetzt mit dem, nicht mit euch. Bitte hier bleiben. Ich möchte jetzt nicht woanders hinfliegen. Also nicht wieder anfangen hier loszufliegen und dann irgendwo anders hingehen. Also das bitte nicht. Ja. Und so gegen abends hin... wird das dann immer ganz extrem mit dem Schnupfen. Ich weiß nicht wieso, aber bei mir ist es so kurz vorm Pen gehen, so im Bereich von 9 bis
Ja, sagen wir mal drei. Ist dann immer so, da kommt dann der Schnupfen immer schön zur Geltung. Tagsüber, nee, alles in Ordnung. Aber abends, da kriege ich so eine Nase. Na gut, ihr seht es jetzt nicht, aber ihr wisst ja. Riesen fetten Kolben kriege ich da an Nase. War das jetzt ein T4 Rover? Ich weiß das gar nicht. Ist das schlimm, ich schicke einen Rover hin und weiß nicht mehr was. Drum, ja. War glaube ich der T4. So, das habe ich gescannt. Sollte der T4 sein, weil der T5 hat eindeutig mehr Kameras gehabt. Und irgendjemand, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, hat mich gefragt, warum ich immer in der Außenperspektive spiele. In der Endperspektive ist es doch viel realistischer. Das mag ja auch stimmen. Aber es liegt einfach daran, dass... Oder was sagt denn, dass die Außenperspektive nicht realistisch ist? Ich habe ja das schon mal erklärt. Die Außenperspektive gibt es im Prinzip auch. Gibt es ja bei uns, wenn man das so will, in Real Life gibt es das ja auch. Ich hatte das ja schon mal erklärt. Es ist einfach so, dass wenn die Satelliten darüber sind, kreieren die ja jedes Mal ein neues Bild von Veränderung. Und deswegen kann man mit einigen Satelliten oder mit dem Zusammenspiel von mehreren Satelliten richtig wie eine Außenperspektive die ganze Welt beobachten. Deswegen werden ja auch so viele Satelliten immer hochgeschickt, dass man ständig eine Kommunikation hat und da, selbst wenn ihnen ausfällt, sage ich mal, irgendwie das noch überbrücken können. Deswegen sind mehr da als eigentlich benötigt. Nur ob man die denn auch unten empfangen kann, das ist eine andere Sache. Aber wenn man die Möglichkeit hat, irgendwelche Signale, was weiß ich, warum hat er das nicht genommen? Bin ich da nicht im Gebiet oder wie? Doch. Aber wenn man da irgendwie in der Lage ist, irgendwie die Satellitenbilder auszuwerten oder auf Satelliten zuzugreifen, weiß ich, weil man weiß ich, wo arbeitet. Und die da nur brauchen die aktuellen Satellitendaten von einem Punkt. Also dass da richtig wie die Außenperspektive sozusagen ist, ist das auch kein Problem. Was man aber im Startmenü nicht sieht, da könnten auch einige sagen, es ist auch nicht so, dass man sieht, dass die Satelliten rumkreisen. Also es muss ja auf jeden Fall ein Satellit oder eine Sonde rumkreisen, die uns die ganzen Bilder oder Daten sendet. Das muss sein. Weil sonst könnten wir hier gar nicht irgendwie interagieren und wissen, wo was ist. Und was jetzt aber, ey, ich hab das Ding noch gerade eben erst hier. Da macht das halt nochmal. Halt, ich bewege das Ding nochmal ein bisschen weiter hin. So, was aber jetzt der Fall ist, wenn es hier in dem Fall jetzt in dem Spiel auch so wäre, dass mehrere Satelliten den Planeten Mars umkreisen, hätten wir auch, wenn wir darauf zugreifen können, was ja, wenn wir für die Raumfahrt tätig sind, natürlich auch können, weil wir haben die da hochgeschickt, eine Außenperspektive haben. Das muss man sich so vorstellen wie Videokameras. Es gibt ja jetzt auch Videokameras, die über Funk gesteuert sind. Die gibt es ja schon lange, aber es gibt auch welche, die auch über sehr, sehr große Entfernung gehen, über Internet. Jetzt reicht's mir, ich soll hier ständig das Ding hier scannen. Huch. Keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Mir reicht sich mal nebenbei noch Fotos. Ja, da müsste ich auch mal um die Plattform umschwenken, damit ich da auch Fotos machen kann. Hier kann man übrigens reinzoomen und wieder raus. Das muss der T4 sein, weil da von der Kamera einfach her der Schwenkbarkeit der bessere ist. Weil der T5, der schwenkt sich irgendwie so, ja, so dämlich, sage ich mal. Also so empfinde ich das zumindest. So. Ich weiß nicht, wie oft ich da noch den Boden scannen soll. Irgendwann muss da ja mal was rauskommen.
So, möglichst probieren, viele Punkte um einzufangen. Okay, die Fotos. Ach, das waren schon alle. Jetzt. Dann das abgeschlossen. Dann habe ich nur noch das, dass ich hier Proben nehmen muss. Genau, das mache ich auch eigentlich. Habe ich schon weiß ich wie oft gemacht, aber irgendwie will er das nicht. Und da hinten nochmal Dings scannen. Da muss ich nochmal durchgucken, ob ich da irgendwas zu stehen habe, wo ich das scannen muss, oder ob ich da nochmal hinfahren muss. Das weiß ich nicht. Aber ich werde es herauskriegen. So, ich schalte mal kurz um auf ein anderes Instrument. Auch wenn ich es nicht benutzen muss. Obwohl, das kann man eigentlich auch benutzen. Das kostet ja nichts. So. Achso, okay. So, Stück ranfahren. Und einfach mal so zwischendurch das bisschen scannen. Oh, gleich muss ich niesen. Ja, ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Ich hatte mein Mikro kurz gemutet. Und ja, das tut mir einfach leid, aber dafür kann ich jetzt ohne Stau. Bin eigentlich nicht so anfällig für Krankheiten, aber irgendwann gibt jeder Körper mal nach. So, das analysiert er und wenn das fertig ist, dann probiere ich nochmal das andere Instrument. Weil keine Ahnung, warum er die Mission nicht annimmt. Oder ob das, weiß ich, wie viele Proben sind. Die war daneben, keine Ahnung. Ich habe eigentlich geplant, hier mehrere Dinge hochzuschießen. Zu landen, hochzuschießen, genau. Probe. So. Und das passt eigentlich alles, Sand und Probe. Das passt. So, Mission. 75% habe ich es erledigt. Ja, ich weiß, aber irgendwie will er das nicht machen. Ja, er zeigt mir nicht mal an, dass ich das hier zu wie, weiß ich, wie viel Prozent fertig habe. Also, pff, keine Ahnung. Ist ja wie mit dem Stein, da muss ich auch ewig scannen, ehe er es hat, aber... Warum jetzt so ist, keine Ahnung, Bug oder vielleicht muss ich den wirklich mehrfach scannen? Keine Ahnung. So, pass auf, jetzt klicke ich hier gleich wieder auf. Und dann ist es wieder da. Das ist doch zum... in die Ecke klatschen. So, dann werde ich das nochmal kurz bewegen. Der meckert dann nämlich rum. Bla 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 bla. So. Mal gucken, was er jetzt sagt. Ich probiere das jetzt einfach auf unterschiedliche Höhen. Irgendwann muss das passen. Und wenn ich dann nicht mehr habe, was ich benutzen kann, na, dann ist aber auch Schicht im Schacht. Geld ausgegeben und kriegt nicht mehr so viel wieder, oder was? Das ist ja... ist mir noch nie passiert, alle Quälung. So, das Ding erstmal wieder einfahren, soweit wie es geht. Und dann... so. Bla 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 bla. Es ist immer noch da. So, das Ding raus und jetzt langsam... drin. Okay, da würde er schon sagen, gut, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und ich scanne das jetzt einfach so lange, bis das passt. Gut, bei 5 Minuten werde ich bestimmt nicht mehr groß machen können. Gut, ich könnte zwar ein bisschen überziehen und einfach noch einen landen. Also wenn dies jetzt hier nicht funktioniert, dann werde ich einfach mal kurz einen Cut machen, das so weit machen wie es ist und dann landen wir noch in so ein Ding. Manuell. Nee, automatisch. Es dauert zu lange und dann
Gut. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, Leute, das geht irgendwie so nicht. Ich habe jetzt probiert, ich bin da fast komplett weg mit allem, was ich habe. An dem Analysieren. Ich krieg das aber irgendwie nicht mehr weiterhin. Weil ich meine, ich habe da nicht mehr so viel. So, aber das ist jetzt egal. Da können wir nicht hin. Dann landen wir mal hier nochmal hin. Launch. Launch. Sobald, weil T4 geht, nehmen wir auch T4, einfach Geld sparen. Aber bei den Ländermissionen ist es eigentlich im Allgemeinen so, dass die immer mehr bringen, als die Dinger kosten. Es sei denn, man nimmt natürlich eine deutlich teurere Version. Zum Beispiel, wenn man da T1 nehmen kann und man nimmt T5 oder sogar noch höher, dann ist da natürlich rausgeschmissenes Geld. Weil wenn die Mission nur so viel hergibt wie ein T1 Rover erledigen kann, dann nutzt uns der T5 ja nicht. Oder dass wir mehr Geld ausgegeben haben. Oh, dass der das nicht gescannt hat, das ist mir rätselhaft. Ich habe sogar neu connected, also in die andere Ansicht gegangen. In die Kommandozentralansicht beim Command Center. Und habe dann nochmal zurückgewechselt, wollte nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, ob er nach dem nächsten Spielstart geht. Ich hoffe es ja. Und ich hoffe auch, dass wir diese Landung hier in dieser Zeit hinkriegen. Aber wenn er so fliegt wie beim anderen, dann ist es doch ganz gut. Weil dann kriegen wir es locker noch hin. Und dann haben sogar noch Zeit, Fotos zu machen. Und zu analysieren. Aber ihr müsst mal gucken, diese Instrumente, die sind hier unten. Da unten sind die dran. Irgendwie Déjà-vu, die Stellen sehen irgendwie alle gleich aus. Zumindest habe ich so das Gefühl. Natürlich, wer sparen möchte, der kann Instrumente oder was hier zu viel ist, einfach wegnehmen und durch entweder nichts ersetzen oder durch irgendwas, was für ihn billiger ist. Man muss aber auch achten, dass man die Mission dann auch erfüllen kann. Das ist immer wichtig. Oh, was macht er jetzt? Ah, er gleicht an. Er hat sich eine neue Mission rausgesucht. Oder was ist hier los? Och, ich lande woanders. Bumm, weg. Den piept's voll. Hauptsache, ich bin noch im Aufgabengebiet. Ich weiß nicht, wie man die Dinger wieder starten kann. Ich habe zwar in einer Aufnahme irgendwie hingekriegt. Aber wie? Puh, keine Ahnung. Vielleicht müsste man da mal nachgucken. So. Dann lassen wir das Ganze hier mal auch wieder ablaufen in diese Kameraansicht. Dann schmeißen wir den an. Probe soll man da bestimmt auch wieder nehmen. So, dann nehmen wir die Probe. So. IAS machen wir.
Probe Sand machen wir. Das Probe Sand ist ja da hinten, aber irgendwie keine Ahnung. Will er irgendwie nicht nehmen. Ich hoffe, das nimmt er. So, Timer, was sagst du? So wie es aussieht, nimmt er das auch nicht. Oder? Doch, hat er genommen. Möchte ich sagen. Ja, hat er genommen. Ja, hier macht das auf Anhieb und da drüben nicht. Ja, du dich denn dein Piep-Ding, du. Bist doch, tickst doch nicht richtig. Wer weiß, was du hier geschluckt hast. Irgendwelche Drogen. Ey, der ist doch. So ein Foto. Man kann hier auch übrigens mit Mausrad reinzoomen. Man muss da nicht die Tasten nehmen. Und ich glaube. Nee, das ging nicht. Wollte gerade gucken, ob Plus und Minus auch geht. Aber das scheint nicht zu gehen. Foto auch komplett. Das heißt, wir haben diese Mission geschafft. Ich gehe noch ein einziges Mal da drüben jetzt probieren. Das heißt, wir gucken uns das nochmal an. Sehen, okay, keine Mission mehr, alles geschafft. Warum die Scans nicht angezeigt werden, wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Fotos kann man ja, wenn sie einem gefallen, auch auf Steam hochladen. So, jetzt gehe ich da nochmal hin. Connect dazu. Und dann überprüfen wir das nochmal gemeinsam. Also. Ich habe auf Probe, ich soll hier eine Sandprobe machen. Ich soll hier eine machen, weil ich bin hier in diesem Gebiet. Das bin ich. So, ihr seht, ich habe nicht mehr viel übrig. Dann soll ich hier eine Probe nehmen. Drücke darauf. Jetzt nimmt die eine Probe. Und ich mach's mal genau wie hier. Ich gehe hier zu diesem Instrument. Mach hier und komm, mach mal eine Probe, auch wenn wir das verschwenden, ist aber jetzt egal. So, und jetzt lasse ich das da. Schwenkt noch nebenbei um auf Kamera. Ja, aber nicht auf diese Kamera. Auf diese. Und mach genau das gleiche wie gerade eben. Und probiere einfach aus, ob das System. Zack. Oder das will mich doch verarschen. Ich hab nicht mehr so viele. Wie viele Proben willst du denn noch davon haben? Reicht hier nicht eine? Gut, ich stehe zwar nicht ganz mittig und egal. Das ist doch mal so ein Beschiss hier. Jetzt scan das Ding. Bitte. So, und wenn das nicht klappt, dann speichere ich das und probiere das so lange, bis es funktioniert, weil ich habe ja nicht mehr so viele Möglichkeiten hier übrig, das zu scannen. Und es muss ja gehen. Ist ja nicht so, dass das nicht geht. Also zumindest denke ich, dass das so gemacht ist, dass es geht. Weil ich stehe mitten in diesem Gebiet drin. Und wenn der mir sagt, weil ich habe zu großen Abstand, weil ich hier 0,04 Meter Abstand habe, dann... Leck mich doch.
Muss ich halt gucken, ob er nach dem nächsten Neustart da irgendwie... Naja, Freunde, dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Hoffe, der Part hat euch gefallen. Auch wenn er nicht eventuell so spannend war. Wie gesagt, ihr könnt mir das ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ich wieder starten kann, weil dann lande ich das Ding mal ein bisschen näher. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Wünsche euch noch viel Spaß beim was immer ihr gerade macht. Einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, Vormittag, was auch gerade bei euch immer ist. Wünsche ich euch auch. Und sage bye bye, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschl. Ciao, ciao.